Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt es ja schon sehen, wir lassen heute einen Kühlaggregatkampf ablaufen. Zu meiner Rechten der Arctic Freezer 2, die Liquid Kühlungsreihe von Arctic mit einem 360 mm Radiator, also ein richtig starkes Kühlungsaggregat. Und hier drüben der absolute High-End Powerkühler, Luftkühler ohne Wasserkühlung von Noctua in Form des NHD15. Wir werden beide Kühllösungen, hier könnt ihr drüben schon sehen, auf den Intel Core i7 13700F schnallen und dann gucken wir mal, was an Kühlleistung am Ende rauskommt. Alle Komponenten, die ihr jetzt hier im Bild seht, sind bereits schon auf meinem Kanal gelaufen. Zum Beispiel das komplette System mit dem Intel Core i7 13700F und der Arctic Liquid Freezer 2 360 IO und natürlich aber auch der Noctua in verschiedenen Videos als Montageguide. Das kommt jetzt in geballter Ladung oben in der Infobox. Guckt ruhig mal rein. Da gibt es vom Noctua Kühler bereits zwei Montageguides, jeweils für Intel und AMD Sockel. Dann gibt es zum System auch einen Timelapse-Bild, also das Ganze schön zusammengepackt in einem schönen Zeitraffer-Video. Auch sehr interessant, wenn ihr Lust habt auf sowas. Und natürlich werde ich auch in einem Aufstellungsvideo euch nochmal separat die ganzen Komponenten vorstellen. Also hier ist schon einiges Spannendes dabei. Klickt ruhig mal rein, wenn ihr Lust habt. Hier könnt ihr nochmal das komplette System bereits fertig montiert im Gehäuse euch anschauen. Da das Aufstellungsvideo ist auf alle Fälle nochmal viel spannender, denn da gehe ich auf alle Komponenten im Detail ein. Das ist für das heutige Testsystem oder für das heutige Testen eher irrelevant. Trotzdem werde ich euch das später dann nach den Benchmarks in einer kleinen Gesamtübersicht nochmal mit aufführen. Das schon mal als Info am Rande. Und hier könnt ihr dann den Radiator sehen mit vermeintlich nur drei installierten Lüftern. Aber was ihr auf dem Bild jetzt nicht sehen könnt, hier sind noch drei weitere Lüfter im Gehäuse montiert. Also eine Push-Pull-Konfiguration ist jetzt hier von mir realisiert worden. Das hat den ganz einfachen Grund, nicht mal unbedingt um den Radiator besser oder das Wasser im Radiator besser zu kühlen. Die CPU bräuchte das auf alle Fälle. Aber es ist auch sehr wichtig, der Grafikkarte genügend kühle Luft beizuführen, denn auch die entwickelt sehr viel Abwärme. Und ja, deswegen habe ich mich für ein Push-Pull-System entschieden. Drei Lüfter in der Front saugen kalte Luft an, blasen sie durch den Radiator, kühlen die Luft ab. Die Abwärme der CPU, ne? Ihr wisst schon, Intel i7 13000er Generation, ja, das klingt schon ein bisschen Abwärme. 240, 250 Watt werden hier durchaus erzeugt bei maximaler Last. Die etwas erwärmte Luft, nicht wirklich sehr stark, wird dann von den drei weiteren innenseitig montierten Lüftern aufgenommen und die blasen dann die Luft ins Gehäuse. Die Grafikkarte kann dann fast frische Luft ansaugen, damit sie eben auch halbwegs kühl bleibt. Und das wird heute eben auch sehr interessant, weil genau gerade dieser Intel i7 13700F mit seiner extremen Abwärme im Worst-Case-Szenario unter Volllast 240, 250 Watt aus der Steckdose ziehen kann. Und da ist es bekanntlich dann schon recht knapp mit den Tower-Kühllösungen, Luftkühlungen wohlgemerkt. Der Noctua NHD15 zählt schon mit zur High-End Speerspitze bei den Luftkühlern. Ja, und schafft er das? Vor allem im Vergleich hier zur Arctic Freezer Liquid Freezer 2 360er AIO Wasserkühlung. Das werden wir im heutigen Video klären. Wir hatten das auch schon mal in meinen vergangenen Videos einzeln separat schon mal uns angeschaut. Ich habe euch auch jede Menge Gaming Benchmarks und auch arbeitstechnische Belastungen mit Cinebench zum Beispiel gezeigt. Und dann haben wir auch schon die ein oder andere Frage geklärt. Aber die Liquid Freezer 2 360 hatte ich bisher auf meinem Kanal noch nicht gezeigt, obwohl die in dem System mit so geplant war und auch verbaut ist. Und deswegen machen wir heute den Vergleich. Und gerade wenn ihr auf der Suche seid nach einer geeigneten Kühllösung für euren Raptor Lake Prozessor, weil ihr euch für so einen entscheiden wollt, oder vielleicht auch schon gekauft habt und ihr nicht so richtig happy mit eurer Kühllösung, die ihr bisher vielleicht euch ausgewählt habt, seid, dann bleibt auf alle Fälle dran, das wird spannend. Wir werden uns jetzt gleich im Anschluss ein paar Spiele anschauen, in denen die CPU so richtig schön gefordert wird. Da gibt es mittlerweile einige Titel, wo die eher CPU-lastig sind. Ja, und das ist ja vor allem sehr interessant, denn so können wir dann auch schon sehr schön die beiden Kühllösungen miteinander vergleichen. Ich habe mit dem Noctua und der Arctic Freezer Liquid Freezer 2 die Spiele alle getestet und da kommen schon sehr interessante Ergebnisse raus. Das gucken wir uns auf alle Fälle an. Und natürlich werden wir auch wieder Volllast generieren mit Cinebench. Ich habe auch noch weitere alltägliche Arbeitsszenarien für euch getestet. Zum Beispiel eine meiner Videodateien herausgerendert
Dateien kopiert, Dateien gepackt, solche Sachen. Und ich kann euch sagen, egal was ich gemacht habe, die CPU kam nie an ihre Leistungsgrenze heran und wurde demzufolge auch nie wirklich extrem gefordert und hat auch keine Abwärme entwickelt, außer bei Cinebench. Ja, das ist synthetischer Test und ja, aktuell kann man vielleicht sagen, gibt es keine Software, die wirklich alle Kerne des Intel-Prozessors auslastet, aber über die Jahre gesehen, ihr wollt den Rechner ja sicherlich auch noch 3, 4, 5 Jahren weiterverwenden, kann es durchaus sein, dass dann die Software soweit ist, damit der Intel-Prozessor auch mehr an seine Leistungsgrenze gebracht wird und dann wird es dann schon wieder interessant mit dem Stromverbrauch. Deswegen ist Cinebench auf jeden Fall wieder mit dabei, damit ihr eben auch das Worst-Case-Szenario mit seht und da wird es dann auch auf jeden Fall sehr spannend. Passend zum Bild starten wir direkt mit dem Gaming Benchmark. Die Grafikkarte spielt jetzt eher mal eine untergeordnete Rolle, auch die FPS an sich. Wir gucken eher mal so auf den Stromverbrauch und auf die Kühlleistung des der Arctic Liquid Freezer 2. Das gucken wir uns jetzt an. Die vom Noctua zeige ich euch jetzt nicht mehr. Wenn ihr das ganz gerne nochmal sehen wollt in voller Länge mit allen getesteten Games. Ich habe jetzt wirklich nur ein paar handverlesene Games rausgesucht, die auch den Prozessor so richtig schön fordern. Ansonsten müsst ihr eben, wie gesagt, mal oben in die Infobox nochmal reinschauen. Hier bin ich richtig. Wo ist nur die fliegende Seite? Akio! Nervioso! Akio! Lumos! Akio! Geschafft! Hier muss irgendwo eine fliegende Seite. Klasse! Wir wollten doch heute jagen gehen. Warum ist er nicht hier? Wohin ist er gegangen? Was macht er hier oben? Er steht da einfach nur rum. Was ist mit ihm los? Bewegung! Wir brauchen keine zusätzliche Strahlung, Schatz. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Tja, ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Hast du das gehört?
Die einzelnen Gaming-Benchmarks sind durch und man muss ganz klar sagen, wir konnten den Intel Core i7-13700F so richtig schön belasten. Durch die Bank so um die 5,1 GHz, das ist auf alle Fälle richtig ordentlich. Die P-Cores sind ein bisschen langsamer, das ist klar. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir hier, die Temperaturen sehen richtig geschmeidig aus. Klar, 70 Grad hört sich erst einmal etwas hoch an, aber bedenkt, wir haben hier eine maximale Abwärme von 187 Watt generiert. Und da muss man dann ganz klar wieder sagen, dann sieht es auch auf alle Fälle wieder deutlich besser aus. Wir schauen uns dann gleich im Anschluss noch eine kleine Tabelle an, in denen ich die Benchmarks mit der Arctic Liquid Freezer 2 mit denen des Noctua NHD 15 vergleiche. Und dann können wir mal sehen, was diese Werte hier bedeuten. Ist die Arctic Liquid Freezer 2 mit den 70 Grad auf den einzelnen Kernen, es waren dann nicht mal unbedingt alle Kerne, sondern nur 2-3 Stück, können wir nochmal ganz kurz nachschauen. Ja, das sehen wir jetzt hier. 70 Grad auf Core 7. Dann haben wir noch einen Core 4. Die waren auch schon beim letzten Testvideo mit dem Noctua-Kühler etwas höher angesiedelt. Also die takten scheinbar auch ein kleines bisschen höher, werden also auch ein bisschen wärmer. Wir sind im Allgemeinen von der Fertigung etwas schlechter geraten. Deswegen haben die etwas höhere Temperaturen. Und es gibt auch einige Kerne, das seht ihr hier, die bei 60 Grad und ja, oder knapp unter 70 Grad liegen. Und das sind auf alle Fälle richtig gute Werte. Wenn man bedenkt, dass wir hier über 180 Watt Abwärme abzuführen hatten. Und jetzt kommen wir zum gefürchteten Cinebench R23 ran. Den Single-Core-Test werden wir uns jetzt an dieser Stelle mal sparen. Den zeige ich euch dann in Tabellenform mit der Punktzahl. Viel spannender ist ja der Multicore-Test. Und da habt ihr hier drüben braun unterlegt den Punktewert des Intel i7-13700F mit dem Noctua NHD 15, also 26.482 Punkte. Und wir werden jetzt den Test mit der Arctic Liquid Freezer 2 noch einmal wiederholen. Das werden wir jetzt im Zeitraffer machen, damit ihr nicht einschlaft vom Bildschirm. Und danach werden wir uns dann mal das Testergebnis anschauen. Der Test ist vorbei und wir haben 26.781 Punkte erreicht, also nur durch den Kühlerwechsel haben wir fast 300 Punkte mehr auf dem Cinebench ran bekommen. Und gucken wir auf die Taktraten, die sehen ungefähr gleich aus, das haut schon mal hin, aber wenn wir jetzt auf die Temperaturen mal gehen, dann sehen wir, super Sache, keiner der Kerne ist in den roten Bereich gekommen, wir liegen überall im grünen Bereich. Das hört sich zwar erstmal viel an, 87 Grad maximal, wenn man aber bedenkt, dass hier kein Kern gedrosselt wurde vom System, dann muss man ganz klar sagen, bei einer Abwärme von 241 Watt ist das schon eine richtig gute Leistung. Also unterm Strich kann man sagen, ups, kam kurz weg. Unterm Strich kann man glaube ich sagen, die Arctic Liquid Freezer 2 hat es geschafft, den Kern im Worst-Case-Szenario, also wenn alle Kerne voll ausgelastet sind, zu kühlen. Das mag für den einen oder anderen jetzt vielleicht sich ein bisschen zu viel anhören, 87 Grad, aber wenn wir uns jetzt mal die Kerne uns so anschauen, ja, das ist nicht unbedingt jeder Kern, wir hatten es gerade eben schon in den Gaming-Tests gehabt, diesmal ist es der Kern 3, der bei 87 Grad ist, der Kern 4 nur 85 Grad, Kern 7 86 Grad, also ihr seht schon, die einzelnen Kerne sind unterschiedlich warm. Und ja, Kern 1 ist wieder der kühlste von allen. Der scheint wirklich in der Fertigung die besten, ja, günstigsten Momente abbekommen zu haben. Der läuft wirklich gut. Also im Schnitt muss man hier sagen, so um die 80, 82 Grad am Ende. Das ist wirklich richtig stark. Wenn man bedenkt, dass wir hier nur in Anführungsstrichen eine 360er AIO Wasserkühlung haben. Falls ihr euch das Testvideo zum Noctua-Kühler schon angeschaut habt, ja, dann wisst ihr auch schon, was da rausgekommen ist. Aber ihr könnt es ja an der braunen hinterlegten Punktzahl nochmal sehen. 300 Punkte hatten wir weniger. Also scheint hier wohl dann doch eine kleine thermische Drosselung vorgenommen worden zu sein. Aber ich will nicht zu weit vorgreifen. Gucken wir uns auch gleich nochmal in der Tabelle an. Und bevor wir uns diese Tabelle anschauen, jetzt noch ein ganz wichtiger Test, meiner Meinung nach. Das ist die Lautstärke. Ich habe hier ein Messgerät, wie ihr es jetzt hier seht, aufgestellt und die Lautstärke beim Cinebench ran unter maximaler Last gemessen.
Die Grafikkarte spielt hier keine Rolle, auch wenn das Messgerät direkt davor steht. Die ist deaktiviert, denn in dem Cinebench-Test wird die Grafikkarte nicht belastet. Da können wir eben auch dann schon sehr schön nur die Pumpe und die Lüfter, ja, von der Lautstärke her aufnehmen. Und da kommen sehr interessante Werte heraus. Und ich denke auch unter der Community an sich herrscht der allgemeine Grundtenor Wasserkühlung gleich leiser Betrieb gegenüber einer Luftkühlung. Ja, das ist jetzt nicht so. Ich will nicht zu weit vorgreifen, aber man mag es kaum glauben, aber die Wasserkühlung ist lauter. Wir schauen uns jetzt den Test, den Cinebench ran und gleichzeitig die Messung der Lautstärke an. Danach, wie gesagt, gehen wir mal auf die Tabelle. Der Cinebench RAN ist abgeschlossen und natürlich auch unsere Dezibelmessung. Ihr könnt es schön sehen, minimal hat man 48,2 dB und maximal 43,9 und das gibt einen Mittelwert von 51,2. Und das muss man schon ganz klar sagen, ist auf jeden Fall hörbar. Das Ganze können wir uns jetzt auch noch ausdrucken, wenn wir wollen. Ich werde jetzt einfach mal ein PDF erstellen. Müsst ihr jetzt nicht machen, mache ich einfach nur noch mal, damit es schöner dargestellt ist. Und dann haben wir hier unser Ergebnis. Könnt ihr jetzt ausdrucken und euren Kumpels zeigen. Ja, oder auch nicht. Ist egal. 51,19 Dezibel haben wir gemessen. Und das ist auch definitiv hörbar, hatte ich gerade eben schon gesagt. Und jetzt wird es vor allem spannend, wenn wir uns den Messwert des Noctua NHD15 im selben Szenario dagegen anschauen. Im Balkendiagramm sehen wir dann die ganze Wahrheit. Ich habe es jetzt ein bisschen kompakter gehalten. Ich habe auch nochmal die Spieleeinstellungen und das Testsystem euch mit aufgeführt. Orange ist der Noctua Kühler, blau der Liquid Freezer 2 von Arctic. Und hier sehen wir dann die nackte Wahrheit, wie sich beide Kühllösungen gegeneinander schlagen. Und ja, auf den ersten Blick ganz klar, Noctua sieht mit dem NHD 15 leider kein Land. Obwohl der Unterschied nicht zu extrem scheint, wenn man sich die einzelnen Werte so anschaut. Gehen wir auf alle Fälle jetzt drauf ein. Was ich vorhin gesagt habe, Cinebench, Single Run. Okay, hier sehen wir ganz klar keine wirkliche Verbesserung. Wir haben zwar um 2 Punkte einen besseren Wert, aber das kommt dann schon eher in die Kategorie Messtoleranz. Hier, wenn ihr mehrere Runs macht, habt ihr immer mal wieder 2 Punkte mehr, ein weniger, 3 mehr und so weiter. Deswegen können wir das dann schon getrost vernachlässigen, obwohl natürlich die Tendenz auch hier ein bisschen in Richtung Arctic ausschlägt. Interessanter ist natürlich dann jetzt auch der Cinebench Run im Multicore. Hatten wir aber auch schon durchgesprochen. Auch hier haben wir eine bessere Punktzahl erleben können. Und man muss dann auch sagen, theoretisch in dem ein oder anderen Game habt ihr dann auch 1-2 FPS mehr. Mehr ist es letztlich dann auch nicht. Wir haben aber definitiv eine etwas bessere Leistung, eben auch, weil wir, das habe ich vorhin schon mit erwähnt, bei den Temperaturen im Multicore Cinebench RAN mit dem Noctua Kühler 97 Grad Celsius auf den Kernen hatten und da waren dann auch schon einzelne Kerne thermisch gedrosselt. Und das schlägt sich dann wiederum auch in der Leistung nieder und deswegen haben wir eben auch ein paar Cinebench-Punkte weniger. Wohlgemerkt, das Ganze ist im Worst-Case-Szenario, habe ich jetzt auch schon mehrmals im Video gesagt, wenn wirklich alle Kerne zu 100% ausgelastet sind. Das ist bis dato in keinem Spiel und aber auch in keinem Arbeitsszenario momentan der Fall. Wenn ihr aber den Prozessor mehrere Jahre nutzen wollt, dann kann das durchaus irgendwann einmal der Fall sein, dass die CPU an ihre Grenzen kommt. Und wenn ihr euch eben so einen großen Tower-Kühler auf dem Prozessor geschraubt seid, dann solltet ihr euch auch immer im Klaren sein, dass die CPU durchaus hier und da mal ein kleines bisschen gedrosselt werden kann, eben weil sie zu warm läuft. Trotzdem nochmal an dieser Stelle, sei es gesagt, das ist der maximale Belastungstest. Das wird vermutlich eben erst in vielen Jahren der Fall sein. Und wenn wir uns jetzt nochmal die Gaming-Temperaturen anschauen, hier ist selbst Noctua im grünen Bereich zwar knapp unter der 90 Grad Grenze, der Prozessor fängt ungefähr bei 95, 94 Grad an zu drosseln. Bei 87 Grad seid ihr immer noch im grünen Bereich. Trotzdem muss man sagen, das ist schon sehr heiß. Das hatte ich bisher noch gar nicht erwähnt, ist aber auf alle Fälle auch noch sehr wichtig, wenn wir uns jetzt gleich nochmal die Dezibelwerte uns anschauen. Den Noctua Kühler habe ich mit maximaler Drehzahl im BIOS eingestellt. Der hat also volle Pulle gedreht. Mehr geht nicht an Kühlleistung und trotzdem schaut euch mal die Dezibelzahl an. 44,8 im Schnitt.
Das ist deutlich leiser und den Noctua-Kühler werdet ihr auch ganz sicher nicht aus dem System heraushören. Da wird eure Grafikkarte vorher definitiv lauter werden. Ich denke, jedes Modell ist da lauter als der Noctua-Kühler. Ja, und für die gebotene Kühlleistung ist das wirklich wieder ein super Wert. Die Arctic Liquid Freezer 2 ist zwar performanter in der Kühlleistung, dafür aber auch ein bisschen lauter. Wir sind durch mit dem heutigen Hardware-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht auch die ein oder andere Info aus dem Video herausholen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich natürlich riesig drüber freuen, wenn ihr mir hier den Daumen hoch gebt und dann hier drüben gleich in der Ecke den Abo-Button drückt und dazu auch noch die Glocke aktiviert, denn nur so verpasst ihr keine weiteren Hardware-Videos auf meinem Kanal. Nächsten Samstag geht's schon weiter. Lasst euch mal überraschen, was als nächstes drankommt, deswegen unbedingt hier drüben Glocke aktivieren, denn nur so verpasst ihr es nicht. Es wird auf jeden Fall spannend, bleibt dran, bis nächsten Samstag, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.